Erstes Alpenklassiker Festival hat auch eine südtirolische Beteiligung. Matthias Binazer wird auch in Val di Sole dabei sein. Genau, ich bin Solohorist von den Grazer Philharmonikern und ich bin dabei beim Val di Sole Festival, die Val di Sole Musica Classica, und unterrichte auch dort als quasi Dozente und mache auch Musik, Kammermusik mit Bläsern, mit Holzbläserquintett und Sextett, mit Klavier. Und ich freue mich, wenn viele Leute kommen würden, um zuzuhören und zu profitieren. Dieses Festival ist euroregional. Was bedeutet das für dich und für auch Liebhaber der klassischen Musik in Südtirol? Ich finde, es ist wichtig, dass Trentino, Südtirol und auch Nordtirol gemeinsam ein Projekt starten, wieder gemeinsam irgendwas auf die Beine zu stellen. Und für mich als Südtiroler ist es auch wichtig, auch mal nach Trentino zu kommen und nicht nur nach Österreich oder nach Deutschland zu fahren, um mit meinem Instrument zu spielen, auch mal nach Italien, sage ich mal. Ich war noch nie musikalisch tätig in Italien. Welche sind die Sachen, die gemeinsam sind, und welche sind unterschiedlich zwischen italienischer und deutschen Klassikwelt der Ich Musik? glaube, die klassische Welt ist ja auf der ganzen Welt gleich. Man kann nicht sagen, Italien oder Deutschland oder Österreich oder Amerika. Es ist überall, die Musik ist eine Sprache, wie man so schön sagt. Es ist immer ein Gemeinsam und eine Musik braucht keine Übersetzung. Und dein Konzert in Val di Sole, wann ist es? Es ist am 28.07. abends, Uhrzeit um 7 Uhr oder um halb 8, ich weiß nicht ganz genau, wann die Uhrzeit findet. Es ist Kammermusik.